Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon gesagt, wir sehen uns hier beim Palast in Einsamkeit wieder. Und da müssen wir jetzt erstmal reingehen. Lyris ist schon da. Hilfe! Attentäter im Palast! Hilfe! Das ist eine der Kammerzofen. Gehen wir rein. Ach so. Ich dachte gerade, das wäre die Königin gewesen. Okay, dann verstehe ich, warum Lyris einfach durchläuft. Hallo? Alles gut? Nicht alles gut. Seid stark, Svana. Mutter! Nein! Nein! Svana, euer Vater, das Königreich. Passt auf sie auf. Mutter! Nein! Ihr dürft nicht sterben! Mutter! Hoheit! Die Attentäter könnten zurückkehren. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Joruns Schergen, wollt ihr uns verhöhnen? Wir sind hier, um euch zu warnen, euer Hoheit. Und doch ist meine Frau tot. Wenn ihr uns nur angehört hättet... Wie sie es tat? Wenn ich herausfinde, dass Jorun daran beteiligt war, bedeutet das Krieg. Kann sich jemand um meine Frau kümmern? Vater, bitte. Das lief wohl nicht so gut. Ihr Götter, was für ein Desaster. Die Königin wurde ermordet und Svagrim weigert sich immer noch, zur Vernunft zu kommen. Wir müssen einen Weg finden, um das alles richtig zu stellen. Wie konnte ein Attentäter der Königin so nahe kommen? Gute Frage. Die Wachen hätten mit einem gewöhnlichen Attentäter fertig werden sollen. Hier könnte es eine Verbindung zum Eiskap-Zirkel geben. Eigentlich würde ich da sogar meine Axt drauf verwetten. Was machen wir jetzt? Seht euch um. Findet heraus, ob es Hinweise darauf gibt, wie der Attentäter so leicht im Palast ein- und ausgehen konnte. Vielleicht finden wir etwas, was den Mörder mit dem Zirkel verknüpft. Ich werde mich vergewissern, dass die Prinzessin wohlauf ist. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. So, eben habe ich hier aber auch schon was gefunden. Brief von der Kriegerin des Galgenkönigs. Ist auch nicht so lange. Mein vertrauenswürdiger Kontakt. Die Informationen, die ihr mir bisher zukommen liest, weisen auf eine furchtbare Bedrohung hin. Nicht nur für Himmelsrand, sondern möglicherweise auch für ganz Tamriel. Mein Lehnsherr Jorun der Skaldenkönig möchte diese Bedrohung aufhalten, bevor sie weitreichender und mächtiger wird. Aber ich benötige weitere Einzelheiten. Ich brauche Beweise, mit denen ich die Machthaber Einsamkeits davon überzeugen kann, dass diese Gefahr real ist und sie die Hilfe des Galgenkönigs annehmen müssen. Ich zähle auf euch. Sucht mich bei den Toren von Einsamkeit auf, der Hauptstadt des Jarltums Haarfinger im westlichen Himmelsrand. Dort werden wir unsere Aufzeichnungen vergleichen und entscheiden, wie am besten vorzugehen ist. Möge Kühne euch behüten. B. Ah. Okay. Lyris? Ach, da ist sie jetzt. Svana nimmt das alles ziemlich mit. Ich schätze, die meisten Töchter fühlen sich ihren Müttern nahe. Nicht, dass ich wissen würde, wie das ist. Ich kannte meine Mutter nicht. Entschuldigt, achtet nicht auf mich. Habt ihr etwas herausgefunden, was uns zum Attentäter führen könnte? Ich habe dieses Medaillon in der Nähe gefunden, unter einem eingeschlagenen Fenster. Wir haben solche Medaillons schon gesehen, bei den Regmannen in der Nähe von Kilkreath. Und ich habe sie bei den Hexen am Eiskap gesehen. Der Attentäter scheint auf jeden Fall mit dem Zirkel im Bunde zu sein. Doch können wir Svagrim davon überzeugen und ihn dazu bringen, die Gefahr zu erkennen, in der er schwebt? Der Großkönig schien ziemlich sauer zu sein. Svagrim hat jedes Recht, wütend zu sein. Er musste miterleben, wie seine Frau vor seinen Augen ermordet wurde. Doch er ist der Großkönig. Das Recht, dumm zu sein, hat er nicht. Zeit, Svagrim mit harten Wahrheiten zu konfrontieren. Kommt schon, der Schwertane führte den König nach oben. Geht voran. Die Frage ist nur, wohin? Lyris? Wir müssen zum Großkönig. Ich glaube doch eher nicht.
Der König trauert. Er darf nicht gestört werden. Die Königin war nicht die Einzige, die heute ihr Leben verlor. Jetzt lasst mich durch! Ich, geht hinein. Okay. Euer Hoheit, bitte. Euer Königreich ist in großer Gefahr. Das Blut meiner Königin ist noch nicht kalt und schon stellen mir Jorunds Lakaien nach. Wir haben Beweise, dass der Zirkel, der euer Königreich bedroht, für den Tod der Königin verantwortlich ist. Zeigt es ihm, Partnerin. Hält Jorun mich für so schwach, dass er meint, seine Halbriesin könnte mich unter Druck setzen und meinen Kopf mit Lügen füllen? So leicht führt man mich nicht hinters Licht, Außenseiterin. Es ist nicht Jorun, um den ihr euch sorgen müsst. Es ist der Eiskappzirkel. Reykhexen? Die stellen keine Bedrohung dar. Wir haben diese wilden Hunde immer wieder geschlagen, während unsere Brüder im Osten sich vor einem dichtenden Milchtrinker verneigen. Ich werde mich doch in solchen Dingen nicht von euch belehren lassen. Habt ihr von dem Gramsturm gehört, der über Kiriath hereingebrochen ist? Er hat euer Volk in Gramunholde verwandelt. Solche Geschichten erzählt man am Lagerfeuer, um den Kindern Angst zu machen. Stürme gibt es gelegentlich. Doch Ungeheuer bringen sie keine hervor. Der letzte Spion, der so etwas erzählte, nun, er erzählt so etwas nicht mehr. Ich bin der Wolf von Einsamkeit. Ich kenne meine Feinde. Königin Gerhüld bat uns, euch Beweise zu bringen. Dies könnte der Grund sein, aus dem der Zirkel sie getötet hat. Ihr wagt es, den Namen meiner Gattin zu entehren, indem ihr ihn über eure verräterischen Lippen kommen lasst? Fort mit euch! Und betet, dass ich keine Beweise finde, die euch mit dem Mord an der Königin in Verbindung bringen. Das würde euch teuer zu stehen kommen. Wir lassen euch in Ruhe trauern, Euer Hoheit. Lyris? Ja, verlass sein Gemach, hallo? Ist es wahr? Mutter meinte zu mir, ihr hättet für sie gearbeitet, bevor sie... Es tut mir leid, Svana. Ich hätte sie gerettet, hätte ich es gekonnt. Meine Mutter, sie erzählte mir, sie habe der mächtigen Lyris Titanenkind eine wichtige Aufgabe erteilt. Sagt es mir, was habt ihr für meine Mutter getan? Wir sammelten Beweise, um den Großkönig von der Bedrohung für sein Königreich zu überzeugen. Bedrohung? Welche Bedrohung? Und meint ihr, dass deshalb jemand in den Palast kam und sie getötet hat? Der Eiskappzirkel ist ins westliche Himmelsrand gekommen. Sieht aus, als hätte er die Königin ermordet. Und habt ihr meinem Vater all dies gesagt? Trommelt er die Soldaten zusammen? Alarmiert er die anderen Jarltümer? Der Großkönig hört nicht zu. Er glaubt, all dies wäre eine Intrige des Galdenkönigs. Mein Vater sieht überall Joruns Ränke. Selbst in seinem würzigen Wildeintopf. Nun, meine Mutter soll nicht umsonst gestorben sein. Sie hat euch vertraut und das werde ich auch tun. Verdammt sei mein Vater. Bitte, findet denjenigen, der das getan hat und haltet ihn auf. Wir werden tun, was wir können, Eure Hoheit. Ich habe den Attentäter gesehen. Er war schnell. Unglaublich schnell. Er sprang durch das Fenster, nachdem er meine Mutter erstochen hatte. Dann waren auch die Wachen zur Stelle und so entschied er sich wohl zu fliehen. Versucht, seiner Spur zu folgen. Jemand draußen könnte etwas gesehen haben. Konntet ihr einen guten Blick auf den Attentäter erhaschen? Er war schnell, das ist mal sicher. Er tauchte auf und war wieder weg, ehe die Wachen auch nur die Schwerter ziehen konnten. Abgesehen davon habe ich ihn nicht gut gesehen. Seine Kapuze warf tiefe Schatten auf sein Gesicht. Könntet ihr mit dem Großkönig über diese Bedrohung sprechen? Vielleicht hört er auf euch. Mein Vater? Mir zuhören? Wenn Hawker fliegen können, vielleicht, doch wahrscheinlich nicht mal dann. Er hat vor langer Zeit jede Hoffnung für mich aufgegeben. Es tut mir leid. Ich bin nutzlos für euch. Nutzlos für alle. Ich habe gehört, was eure Mutter euch gesagt hat. Sie glaubte das nicht. Und ihr solltet das auch nicht tun. Ich bin nicht meine Mutter. Werde ich auch nie sein. Doch ich schwöre, dass ich alles tun werde, was ich kann, um euch zu helfen. Darauf habt ihr mein Wort. Kommt ihr zurecht? Nein. Meine Mutter... Das letzte Mal, als wir uns unterhielten, warf ich einen Krug nach ihr. Doch ich kam, als sie mich rief.
Nur um den Mord an ihr mitzuerleben. Ich muss mich zusammenreißen. Sie hat mich gebeten, auf Vater zu achten. Auf das Königreich. Ich kann sie nicht enttäuschen. Sucht einen Zeugen, der den Attentäter Kommt, gesehen Prinzessin, hat. Prinzessin, ich bringe euch an einen sicheren Ort. Nennt mich nicht Prinzessin. Nur Svana. An mir ist nichts Edles. Oh, das würde ich nicht sagen. So. Hier können wir offenbar mit niemandem sprechen. Dann, ich glaube, sie hier war's. Nee, hier unten war das. Oh, okay, ich glaube, die könnten was gesehen haben. Also eher. Meine Frau, sie ist wie Eis. So kalt, so bleich. All ihre Wärme wurde ihr entrissen. Was ist eurer Frau zugestoßen? Es gab einen Aufruhr am Palast. Alle waren auf dem Weg in diese Richtung. Außer einem Mann. Nein, das war kein Mensch. Er trug eine Augenklappe. Doch sein Gesicht war tierhaft. Er schleppte sie mit wie ein Knochen im Maul eines Hundes, ehe er sie achtlos beiseite warf. Blass wie Schnee war er. In welche Richtung ist dieser Mann geflüchtet? Er war schnell, so schnell. Er lief zur Halle der Toten. Er hat sich nicht einmal umgedreht, nach dem, was er angerichtet hatte. Naja, warum sollte er auch? Hier oben sollte das sein, ja. Betet ihr mit mir für diese armen Seelen, dahingerafft und viel zu früh auf den Weg in die Halle der Toten geschickt? Sagt mir, was hier geschehen ist. Das war ein Monster, ein Vampir. Ich habe derlei Kreaturen schon gesehen, doch dieses Exemplar trug eine Augenklappe. Es bewegte sich wie ein Schatten und näherte sich von diesen armen Seelen. Ich erbat mir Arkais Gnade, und der Vampir floh ob seiner heiligen Gegenwart. In welche Richtung ist der Vampir geflohen? In Richtung des Haupttors. Ich bete darum, dass die Wache dieser verkommenen Kreatur den Rest gab, ehe sie sich noch ein unschuldiges Leben geholt hat. Okay, dann auf zum Westtor. Das ist dann gleich hier links. Mit dem können wir sprechen. Das sieht nicht gut aus. Ihr schon wieder? Hatte ich euch nicht gewarnt, dass ihr eure Nase nicht in Sachen stecken sollt, die euch nichts angehen? Ein Priester meinte, hier sei ein Vampir entlang gekommen. Ist es das, was sich hier zugetragen hat? Ein Vampir? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Doch wer auch immer Sonolia die Kehle herausgerissen hat, ist durch das Tor geflüchtet, bevor ich ihn stellen konnte. Was wisst ihr über all dies? Und warum geht euch das etwas an? Der Vampir hat Königin Gerhüld ermordet. Prinzessin Svana hat mich gebeten, ihm nachzusetzen. Die Königin ist tot? Was ist mit dem Großkönig? Ich werde den Kopf verlieren, weil ich den Attentäter entkommen lassen habe. Also, ich weiß schon, was ich jetzt wählen werde, aber die... Ich finde es schon krass, dass wenn man das alles schon gemacht hat und man die Dialoge skippt, ne, meistens drückt man dann ja einfach E, damit das dann immer weitergeht, dass man dann zu ihm sagt, euer Kopf ist wahrscheinlich eure kleinste Sorge, sobald der Großkönig hiervon erfährt. Ja, ganz unrecht... Gut, muss man jetzt dazu sagen, ganz unrecht hat der Satz nicht, weil der ja ziemlich außer Rage ist. Und wenn der da mitkriegt, dass jemand halt wirklich den Attentäter hat entfliehen lassen, ist das natürlich schlecht. Aber ich sag, niemand konnte den Attentäter aufhalten. Ihr habt getan, was ihr konntet. Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich das Tor geöffnet hätte, damit er sich davonschleichen kann. Die eigentliche Ursache dafür liegt im Palast. Keine Fragen mehr. Ich muss das Tor sichern und mich um die arme Sonolia kümmern. Das ist Zwagrims Schuld. Er hätte von Anfang an auf uns hören sollen. Tja. Verdammt sein Zwagrim und sein Misstrauen gegenüber Jorun.
Wie viele von seinen Leuten werden sterben müssen, bevor er die Wahrheit erkennt und uns ihm helfen lässt? Vergesst das jetzt. Erzählt mir etwas über den Attentäter. Habt ihr einen guten Blick auf den Mörder werfen können? Der Attentäter hat noch mehr Leute auf der Flucht aus der Stadt getötet. Ein Priester hat ihn als Vampir erkannt. Das würde die Schnelligkeit des Attentäters erklären und wie er so mühelos entkommen konnte. Wir wissen, dass der Eiskap-Zirkel Vampire auf seiner Seite hat. Doch dass er sie so offen einsetzt? Gibt es sonst noch etwas zu melden? Abgesehen davon, dass der Attentäter ein Vampir war, eine Augenklappe trug und entkommen ist? Nein. Na dann, Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Sie haben böse Vampire und wir haben einen guten auf unserer Seite. Finden wir heraus, was euer Freund Fenn über Vampir-Clans in dieser Gegend weiß. Wohin wollte er noch gleich weiterreisen? Fenorian. Er meinte, er würde eine schlaue Frau bei Mortal aufsuchen. Genau, um das Ritual zu erforschen. Sucht sie auf und seht nach, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde bei Svana bleiben. Ich bringe sie auf den neuesten Stand über alles, was wir aufgedeckt haben. Sie muss den Großkönig dazu bringen, uns zu vertrauen. Und ich nenne ihn Fenn. Das ist einfacher. Dann eben Fenn. Ich suche ihn auf und frage, ob er uns helfen kann, den Mörder von Königin Gerhüld aufzuspüren. So, Frage ist nur, wo genau befindet er sich? Ah, hier unten. Dann werde ich mich nach hier unten aufmachen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Fenn, wo bist du? Ich sehe ein Zelt. Ah. Ich wollte gerade sagen, man sieht ihr Gesicht gar nicht, aber man sieht es doch. Willkommen mitten im Nirgendwo, meine Freundin. Ihr seid sicher kurz vor dem Erfrieren. Wärmt euch am Feuer und sagt mir, wie die Audienz beim Großkönig verlief. Nicht gut. Der Eiskap-Zirkel hat Königin Gelhüld ermordet. Jetzt misstraut Svagrim uns noch mehr. Eine wagemutige Tat. Selbst für sie. Die alte Mjolin und ich haben unsere Notizen abgeglichen und haben Fortschritte bei der Untersuchung des Gramsturm-Rituals gemacht. Wo ist eure große Freundin mit der Axt? Lyris ist zurückgeblieben, um Prinzessin Svana zu beschützen. Ich brauche eure Hilfe. Der Attentäter ist ein Vampir. Wir wussten, dass Vampire mit dem Zirkel zusammenarbeiten. Und die alte Mjolin und ich können mit Sicherheit sagen, dass wilde Gramunholde das Nebenerzeugnis von Gramstürmen sind. Meint ihr, der Attentäter war einer jener Vampire, die mit dem Zirkel im Bunde sind? Ich weiß, dass er ein Vampir war. Er trug eine Augenklappe und ließ bei der Flucht dieses Medaillon fallen. Eine Augenklappe? Das ist ungewöhnlich. Und dieses Abzeichen. Ich habe es schon einmal gesehen. Es ist das gleiche Symbol, das ich auf den Urnen fand, die man aus Bankorei geschmuggelt hat. Falls es zu einer Vampirblutlinie gehört, so kenne ich sie nicht. Ich schlage vor, ihr fragt Mjolin. Dann machen wir das mal. Der hiesige Aberglaube sagt, nur die sehr Tapferen oder Törichten suchen den Rat von Vampiren und alten Vetteln. Was ihr wohl seid, frage ich mich. Nun heraus damit. Was kann die alte Mjolin für euch tun? Was könnt ihr mir über dieses Medaillon erzählen? Ein garstiger Talisman. Er trägt eine Art Verzauberung. Doch die Symbole darauf haben keine Bedeutung, die mir bekannt wäre. Ich kann dabei helfen, den Besitzer des Medaillons zu finden. Aber ich brauche gewisse Gegenstände, um eine solche Hellsicht zu wirken. Was benötigt ihr? Bringt mir die Knochen eines Wolfs. Und eine Totenglockenpflanze, die samt ihrer Wurzel aus dem Boden gezogen wurde. Die Pflanze muss noch leben, der Wolf nicht so sehr. Mit diesen Reagenzien kann ich eine Hellsicht vornehmen, die uns geradewegs zur letzten Person führt, die dieses Medaillon getragen hat. Ich werde die Reagenzien sammeln und bald zurückkehren. Totenglocke wächst im ganzen Moor. Ihr solltet sie mühelos beschaffen können. Wölfe sind ebenfalls zahlreich in der Wildnis, um Mortal zu finden.
Doch gebt Acht. Auf vielen lastet ein seltsamer Fluch. Lasst euch davon nicht erwischen. Was für ein Fluch? Ein eisiger Raureif liegt auf den Wölfen und raubt den Körpern Wärme und Leben, bis nur noch eine eiskalte, umherstapfende Leiche übrig ist. Ihr seid hier vor ihnen sicher, aber achtet in der Wildnis auf sie. Okay, die Pflanze finden wir anscheinend hier in der Gegend. Dicht bewacht von Bären. Ja, ich hab's richtig gesehen. Es tut mir leid, ihr Lieben, aber ich muss euch leider das Fell abziehen. Ich muss unbedingt an die Totenglocke kommen. So, und irgendwo hier in der Richtung sollen auch Wölfe zu finden sein. Hallo Wölfis. Ich würde euch ja lieber nichts tun, aber ich brauche... Ah, da hinten. So, da haben wir doch alles. Ja. Nur mal eben gucken, wo jetzt genau... Ja. Das ist Ahnenseide. Die kann ich nicht stehen lassen. So, und da hinten ist ihr Zelt. Willkommen zurück. Wärmt euch am Feuer. Und erzählt mir von den Reagenzien, um die ich gebeten hatte. Hier sind, wie erbeten, Wolfsknochen und eine Totenglocke. Gut, gut. Die Hellsicht kann eine wankelmütige Angelegenheit sein. Je länger man zögert, desto kälter wird die Fährte. Wollen wir mal sehen, ob wir die Witterung eurer Beute aufnehmen können? In Ordnung. Mutter Wolf, erhört mich! Wir ersuchen euren Segen für unsere Jagd. Führt uns zu unserer scheuen Beute. Mutter Wolf ist euch hold. Sie lässt sich herab, sich eurem Rudel anzuschließen und eure Jagd zu unterstützen. Wie wird mir das helfen, den Vampirattentäter zu finden? Mutter Wolf hat Witterung aufgenommen und wird euch zu eurer Beute führen. Ich habe das Medaillon mit einem Hellsichtzauber belegt, der es untrennbar mit seinem Besitzer verbindet. Haltet es an eure Nase und atmet tief durch. Es wird euch entlang der Fährte führen. Es wird mich geradewegs zu ihm führen? Mutter Wolf wird euch entlang des Weges führen. Doch ihr müsst die Jagd abschließen und ihn finden. Falls der Attentäter euch entkommt, so setzt das Medaillon ein, um seine Spur wieder aufzunehmen. Der Wolf ist gnadenlos bei seiner Verfolgung. Die Frage ist nur, werdet ihr wie der Wolf sein? Ich werde den Attentäter der Königin finden. So, ich habe gerade gesehen, mit ihm können wir auch noch kurz reden. Faszinierend. Jeder Hellsichtzauber scheint einzigartige Ergebnisse zu liefern. Macht nur und setzt das Medaillon ein. Die alte Mjolin und ich müssen zurück an die Untersuchung des Gramsturm-Rituals. Na gut, dann... Ein Lager? Und seht nur, die Magie wascht nach Westen. Was für ein Lager? Wieso nach Westen? Ich habe gar nichts gesehen. Außer einen violetten Tintling, den nehme ich mal eben mit. So. Was für ein interessanter Einsatz primitiver Magie. Das war eindeutig dieser Vampirattentäter. Er trug sogar eine Augenklappe. Es sah aus, als wäre er an einem kleinen Lager. Und habt ihr den Ball aus Magica gesehen? Nein. Er zog nach Westen. Dort solltet ihr das Lager finden. Dann zeigte uns das verzauberte Medaillon eine Vision und wies uns eine Richtung, als ich es einsetzte.
Hatte ich es euch nicht gesagt? Die Magie der schlauen Frau kann ziemlich aufregend sein. Nicht mein übliches Vorgehen bei Ermittlungen, aber trotzdem wirkungsvoll. Ich lasse die alte Mjolin unsere Nachforschungen fortsetzen und folge euch dann. Ich will sehen, was die Hellsicht ergibt. Okay, ich habe aber zumindest gesehen, dass da hinten ein Kreis ist, beziehungsweise auch hier ein Ziel drin ist. Das sind übrigens diese Gramstürme hier. Ihr vertraut zu sehr auf die Geschichten alter Weiber. Die haben dann hier überall diese... Ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind, die hier lagen. Diese Steine. Jede Menge frische Spuren. Und das sieht dann hier so aus. Ich weiß nicht, hier unten sieht man es ein bisschen besser. Das sind die Weltereignisse hier in der Gegend. Und ich kann euch wirklich, wirklich nur empfehlen, macht sowas nicht alleine. Gerade wenn ihr noch neu im Spiel sein solltet. Ihr müsst auf jeden Fall warten, bis noch ein paar andere dazu kommen. Weil die sind selbst für mich schon heftig gewesen. Hier muss es hochgehen. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Alter. Er muss schrecklich... Der Attentäter hat ihr Blut getrunken. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen was gesehen. Ist es falsch, diese Visionen faszinierend zu finden? Diese hat uns euren Attentäter mit Augenklappe und allem bei einer Höhle unweit eines Wasserfalls gezeigt. Und der Ball von Magica ist wieder nach Westen getrieben. Ich würde vorschlagen, dass wir schnellstmöglich in diese Richtung gehen. Was ist mit dem Opfer, das wir gefunden haben? Es gibt nichts, was wir für sie tun können. Der Vampir-Attentäter hat ihr ganzes Blut ausgesaugt. Ich glaube, er hat sich sogar Zeit gelassen. Wahrscheinlich musste er nach dem Geschehen im Palast seine Kräfte zurückgewinnen. Setzen wir ihm nach, ehe wir die Fährte verlieren. Nun denn. Ich würde gerne, aber ich darf noch nicht. Muss ich nicht nochmal E drücken vorher? Ich meine, ich sehe, wo wir hin müssen. Aber ich dachte, ich soll nochmal E drücken. Dann halt nicht. Dann reiten wir hier irgendwo übers Wasser. Dann ist die große Frage, wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Sagen wir hier. Das sieht gut aus. Hab leider keine Zeit. So, dann schauen wir mal. Also, rechts rum können wir nicht. Also, wenn wir zum Boss wollen. Das heißt, wir müssten links durchs Wasser. Da könnten wir dann nochmal einen Abstecher machen, um die Scherbe eben zu holen. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch so. Das ist auf jeden Fall der Ort aus der Vision. Ich schleiche vorbei und sehe mich um. Mach das. Ich ärgere mich darüber, dass hier Spinnen drin sind. Aber ich möchte die Scherbe unbedingt haben. Und komme natürlich nicht dran. Es war so... Achso, Moment, doch. Kann man, nee, hier kommt man nach unten. Ah. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch eben durchlesen. Das ist aber eine Sackgasse, okay. Da hinten hätte ich irgendwo... Ah, hier. Steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen, euch nicht zu rühren? Das weiß ich nicht, was mit dir ist, Basti. Ich will auf jeden Fall nur die Scherbe eben holen. So, wir können weiter. Theoretischerweise müssten wir jetzt einfach hier nach rechts abbiegen und sind dann auch schon am Zielort. Ja, perfekt. Nächstes Mal kommt ihr nicht davon, Fanzanlos.
Okay, hier liegen viele Dinge, die wir aber nicht lesen dürfen. Wieder einmal beweise ich, dass ich ein Gelehrter bin und kein Krieger. Ich glaube allerdings nicht, dass er mit einem anderen Vampir gerechnet hatte. Wie ich sehe, habt ihr den Vampirattentäter gefunden? Ich habe das Lager gefunden. Ich dachte, es wäre verlassen, doch der Attentäter hat sich wohl im Schatten verborgen. Er hat mich überrumpelt. Wenigstens hat er euch nicht allzu schwer verletzt, bevor er entwischte. Das hat wohl mehr mit eurem Eintreffen zu tun, als mit meinen Taten. Zum Glück ließ er seine Besitztümer zurück, als er verschwand. Ich habe eine Karte und ein paar Dokumente dort drüben gesehen. Warum werft ihr nicht einen Blick darauf, während ich mich um diese Wunde kümmere? Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. So, dürfen wir die jetzt lesen? Pietage Corp. Das Bergbaukonsortium steht euch nun zur Verfügung. Keiner dieser dämlichen Bergarbeiter weiß, wofür es sich da unwissend gemeldet hat. Oder wie gewaltig das majestätische Gelände ist, das sich vor ihm erstreckt. Sie werden die Arbeit erledigen und ihre Geheimnisse für sich behalten, damit auch unsere Geheimnisse in der Dunkelheit dort unten unentdeckt bleiben. Wir werden die Belegschaft weiterhin auffüllen, also könnt ihr euch gerne an ihnen laben oder sie zu euren Alchemisten schicken. Und wenn die Zeit für das Ritual gekommen ist, können wir aus ihnen die Energie gewinnen, die wir brauchen. Schwester Tada. Da war noch einer. Pietage Corp, der Gramsturm bei Kilk Riad, ist auf unerwarteten Widerstand gestoßen. Unsere Feinde haben unsere Bewegungen bemerkt und versuchen, unsere Pläne aufzudecken. Sie sind lästig, aber nur wenige. Nehmt ihnen ihr geneigtes Ohr zu Hofe, und wir könnten mit einem einfachen Streich zwei Dornen aus unserem Auge entfernen. Der Zirkel hat eine geliebte Schwester verloren und schreit nach Rache. Gewährt ihnen diesen Wunsch, mein Bruder. Er. Wieder dieser ominöse Er. Ich glaube nicht, dass der Mörder riskieren wird, zurückzukommen. Seht euch um und seht, was ihr herausfinden könnt. Ich bin gleich wieder da, nachdem ich aus meinem Fläschchen getrunken habe. Ja, dann trink schneller. Haben wir hier noch was, was wir übersehen haben? Untersucht die Karte, steht hier nur. Er ist auch Tiefen betreten? Ja. Der andere scheint hier auch leicht verwirrt zu sein, der andere Spieler, der hier rumläuft. Also eine Karte in dem Sinne habe ich nicht und er schickt mich immer wieder nach vorne, also nach draußen. Wir sind hier unten. Da zeigt er mir jetzt auch nichts an wegen einem Ziel oder so. Er zeigt nur an, dass das Ziel hier drin ist. Ich bin jetzt zugegebenermaßen etwas verwirrt, weil jetzt hier nichts... verzaubertes Medaillon. Das sind die Befehle. Ja, ich bin jetzt wirklich etwas verwirrt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Also ich würde jetzt nach oben gehen und dann Richtung Boss gehen und mal versuchen, hier komplett aus dem Verlies rauszulaufen. Weil das sind ja nur diese zwei Blätter, die wir jetzt hier bekommen haben. Du sagst nichts anderes mehr. Ich glaube nicht, ne? Dass der Mörder... Naja. Tja. So, nachdem ich mich einmal komplett ausgeloggt habe und wieder eingeloggt habe, ist jetzt auf einmal hier eine grobe Karte, die wir untersuchen können. Und er zeigt uns auch nicht mehr an, dass wir da hinten rauslaufen müssen. Das ist ein wunderschönes Bild. Und wir können endlich mit ihm sprechen. Lasst mich einen Blick auf das werfen, was ihr gefunden habt. Natürlich, es gibt zwei Briefe und eine Karte. Die Briefe sind beide an den Vampirattentäter gerichtet. Pietage Corp. Das ist ein ungewöhnlicher Titel.
Dieser gibt den Befehl zur Ermordung der Königin, auch wenn die Sprache etwas verschleiert ist. Der andere spricht von Minenarbeitern und einem letzten Ritual. Sehr unheilverheißend. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder diese Situationen habe, wo ich die Texte von den anderen lese. Werdet ihr aus der Karte schlau? Sie sieht aus wie eine Karte der Mine in Karthalt. Das könnte die sein, die im Brief erwähnt wird. Wenn das Ziel eines weiteren Gramsturmrituals ist, müssen wir es aufhalten. Geht nach Süden zur Mine. Ich werde Lyris Bescheid geben und euch dort treffen. Lyris ist in Einsamkeit. Ich dachte, ihr wolltet versuchen, größere Städte zu meiden. Ungeachtet meiner besonderen Angewohnheiten muss einer von uns den Attentäter finden, während der andere Lyris Titanenkind in Kenntnis setzt. Ich kann Letzteres übernehmen. Außerdem habe ich nicht vor, Einsamkeit zu betreten. Ein Kurier sollte keine Schwierigkeiten haben, Lyris von anderen Leuten zu unterscheiden. Na gut, folgt der Karte zur Mine und sprecht mit Lyris. Mal eben schauen, ob der uns jetzt... Ja, jetzt haben wir ein neues Ziel, sehr schön. Da werde ich mich jetzt mal hinbegeben und da sehen wir uns dann gleich wieder. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.